5 Milliliter auf eine kompakte kleine Gräs, 85 Watt waren jetzt das, das sehen wir dann auch noch. Ein Selbstwickler, der wo ein bisschen anders Deko hat. Schauen wir uns dann an. Ein Ersatzglastank und und. Ah ja, wie der heißt. Und zwar heißt der Thunder Heat Proto RTA. Designed in Kalifornien und. Hergestellt wo? In China. Ha, und. Ganz klar. Proto RTA. Also, Thunder Heat Creations Proto RTA. Das ist der Original. Und da gibt es auch für knapp die Hälfte einen Klon. Der Klon hat 4,5 Milliliter. Er hat angeblich 5 Milliliter Inhalt. Bei 21,99, also 22 Millimeter Durchmesser. Schöne Box, stabile Box, da ist der Code drauf. Und vor allem hat man da einmal was gemacht zum Aufmachen an beiden Seiten, dass man es ein bisschen nehmen kann. Da werden wir auch nicht lange umeinander. Wir haben dabei ein Kunststoff-Triptipp zusätzlich mit zwei schwarzen O-Ringen. Und ihr seht es da schon, das ist jetzt nichts Open Draw oder so richtig auf Open Draw ausgelegt. Deswegen hat er mich interessiert. Das war der Teil 1. Dann ist ein Ersatzglastank dabei. Ich habe das schon gereinigt, das Gerät. Aber sonst habe ich noch nichts gemacht. Sauber verarbeitet, stabile Wand. Also nichts Zerbrechliches. Dann haben wir hier da erinnert, das Übliche schon fast. Ersatzschrauben für die Post. O-Ringe. Wicklungen. Die Wicklungen, die nehme ich dann auch her. Wobei das schon wieder sowas sind wie Alien oder Fusion Kleppen oder was weiß ich was. Dann haben wir zweimal einen Imbus. Dann das Gerät selber nur schnell. Und da drinnen ist noch ein bisschen Papierkram. Ja, Echtheitszertifikat und. Dann gibt es wirklich eine Bedienungsanleitung. Sogar die Bilder, die. Ja. In Englisch natürlich, logisch. Fangen wir mal an. Also, das aufgebaute oder das verbaute Triptipp ist in Stahl, in Edelstahl, Silber. Und es ist aber, wie gesagt, der Kunststoff-Triptipp noch dabei. Ich kann euch gleich sagen, der Durchmesser von der Luftführung, und ihr schaut es rein, das ist jetzt einmal, naja, Innendurchmesser, Triptipp von unten haben beide 6 Millimeter. Genauso wie das schwarze. Hier haben wir zwei O-Ringe. Haben wir oben eine schöne Riffelung. Allerdings muss der Tank unten, also die Riffelung, seht ihr, das dreht sich vor dem oberen Teil. Das kann sie aber eventuell einmal mitdrehen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das kann ein wenig fummelig werden. Da braucht man so ein Spezialwerkzeug, wenn das nicht fest ist. Aber im Prinzip funktioniert es. Läuft super. Da ist einmal schon ein O-Ring drinnen. Aufpassen. Da sehen wir auch das Innengewinde. Da haben wir drei Befüllöffnungen. Also, irgendwann werden wir schon mal finden, was passt. Da drinnen ist dann nur mehr O-Ring, der wo das Ganze abdicht. Dann haben wir die Airflow beidseitig und ihr seht es schon, die ist nicht so riesengroß. Man sieht zwar durch. Ja. Ist natürlich stufenlos verstellbar, rastet aber nicht ein. Oder keinen Anschlag, also kann man rundum drehen. Aber sie sitzt nicht ganz am Boden unten. Das heißt, auf einem Akkuträger kann ich die relativ easy, wenn ich von oben so hinklang, ohne dass ich da am Akkuträger ankomme, verstellen. Finde ich schon mal gut. Lauft auch gut. Da oben sehen wir, da unten beziehungsweise sehen wir unsere Liquid-Kanäle und wir haben keine Liquid-Kontrolle. Warum, das sehen wir jetzt gleich, weil das ist so ähnlich. Die, wo schon länger dabei sind, die werden es wissen. Das ist so ähnlich, ein ganz flaches Deck. Man muss ja sagen, der hat eine relativ kompakte Höhe für 5 Milliliter, wenn ich andere mit 5 Milliliter nehme. Nur als Vergleich jetzt, den Moradin, der hat ja auch so 5 Milliliter. Ja, dann seht ihr zum Beispiel, da fällt schon mal hausig, nicht? Was der mit dem Triptipp so hoch wie da der Tankanfang ist. Also, das ist schon sehr, sehr kompakt, ja, und das Teil hat aber auch noch 25 mm, der hat 22, ja. Also wirklich sehr kompakte, handliche Bauweise, gefällt mir ganz gut. Airflow haben wir gesehen.
Und dann halten wir da herum fest. Nicht am Glasdrucker, sondern das Metall ein bisschen versuchen. Und dann schlaufen wir die Überwurfmutter, sage ich, über gern. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das kenne ich schon. Ja. Die geht ein wenig streng, ist aber auch gut, weil die soll ja halten. Ja, soll sie ja nicht beim Aufschrauben am Akkuträger mitlösen. Also das wird es wahrscheinlich nicht, weil die wirklich streng läuft. Und beim Obertor, das ist unser Deck. Voilà. Interessant, ne? Da sehen wir unsere Masseeinheit und unsere mit dem Isolator getrennte Plus-Einheit. Und das kann man dann da rausdrucken, ja. So, das ist die Überwurfmutter. Und da ist nochmal O-Ring drin. Aufpassen. Und die ist versilbert, die Schramm. Messing versilbert. Ich würde mal sagen, Leidl, der ist nicht höhenverstellbar. Also wie gesagt, es gibt jetzt meines Erachtens, ich gehe gegangen auf Nummer sicher, ich kann ja den mit der Händen rein, also die halten mir sowieso nicht die Verstellung. Meines Erachtens lässt die fest anziehen. Schön handfest, nicht übertreiben. Und dann schaut mal, wie weit das die übersteht. Also so, jetzt habe ich die vier Schrauben mal aufgemacht. Also eine Bohrung hat 2 mm, ja, für die Enthusiasten, die wo da mit riesen Drähten umeinander werken möchten. 2 mm hat also eine Bohrung, also ihr könnt 2 mm Drähte verwenden. Die Schrauben laufen gut. Ich lasse aber gleich jetzt einmal auf. So, jetzt gehen wir weiter in der Sache. Und da haben wir jetzt unser Deck von unten gesehen. Und da sehen wir jetzt oben wieder die Bohrungen. Und wenn ihr da eine Wicklung drauf macht, dann seht ihr da die Einbuchtungen. Das schaut auch von oben ein bisschen so ovalmäßig aus. Also ihr kennt es gar nicht aus. Und dann geht es genau bis zu dem Anschlag da. Es kann nicht weiter rein. Und wenn ihr das dann zusammenschlauft, dann kann sie, dann, das heißt, die Watte vertraut sich da drin nicht mehr. Ja? Das ist abgesenkt. Seht ihr es? Das heißt, die Stege. Und die haben da rund einer gelaufen. Das heißt, da kann sich die Watte da drinnen. Jetzt ist es besser. Da kann sich die Watte da durch die Rundung schön. Da müssen wir halt mit die Watte sein. Da müsst ihr jetzt da unten das wieder nehmen, den das dort und oben das Metall. Sitzt recht gut. O-Ring unten, O-Ring oben, O-Ring in der Mitte beim Verbindungsstück. Glastank kennen wir schon, das erklärt sich auch von selber. Ne? Plus, Minus. Schauen wir uns einmal an, was die Originalkeule, die könnt ihr euch als Muster oder als Maß nehmen, von der Länge her. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt passt. Jetzt schauen wir mal. Schaut gut aus. Ja. Schaut gut aus. So. Schaut das so schon gut aus, obwohl es noch gar nicht festgeschraubt ist. Gut, also wie gesagt, oben die Coils rein. Saubere Finger rum, wobei wir die mal so eh noch ein bisschen anglühen. Und dann unten seitlich festschrauben, brauche ich euch nicht sagen. Ich glaube, das kann ja jeder von euch, der wo einen Selbstwickler hat. So, wenn Sie es jetzt festzieht, dann seht ihr es eh noch, tragen Sie die aus dem Schrägen. Das passt natürlich nicht bei uns, weil sonst stehen wir da drinnen schief und das ist nicht schön. Das heißt, ihr schrauft es fest und dann müssen wir es uns natürlich schon wieder, dass sie ein wenig gerade laufen. Da sehe ich gerade, die Dinger haben 3,5, fast 4 Durchmesser, oder 3,5, ja. Schaut sehr 3,5 und auf dem 4er geht es nicht ganz auf. Also ich sage schon fast 3,7 oder was die haben. Und dann stellt es euch wieder parallel zu den Bohrungen, also zu den Schrauben. Weil wir brauchen wir da und da unsere Wattepuffer. Also ihr braucht es ja nur dran. Ja. Und dann sieht man auch, wenn es wirklich ist mit der Höhe. Ja. Also die Höhe, die passt schon. Die dürfte schon so 1,5 mm über dem Deck sein. Wo sie jetzt so seht, passt das jetzt. 0,56 Ohm. Und dann schauen wir mal, wie er aufglüht.
Die rechte ist eben nur, ja, jetzt wird es schon besser. Okay, so los ist jetzt. Also, das sind jetzt nur, ja, also ich kann damit leben. Jo. Weil wir brauchen nicht viel Watte da drinnen. Das ist jetzt zum Beispiel nur zu viel. Ja, da kann ich jetzt nur mal stutzen. Also, ich kann es relativ kurz halten, die Watte. Dann schauen wir es uns nochmal an. Da ist das auch noch zu lang. Dann müssen wir uns auch nochmal ein wenig zuschneiden. Ja. Recht viel mehr, da braucht man nicht. Da macht es echt die kurzen Stumpeln da drüber. So dass ich merke, da verkeilt sich nichts da drinnen. Dann gehe ich aber nicht ganz rein, sondern gehe noch mal ein bisschen zurück. So, und so halten wir es jetzt in die Finger. Ja, jetzt kann ich es nochmal, ja, kann es sogar ganz auf. Ja, jetzt habe ich die richtige Wattemenge. Dann unten fixieren. Schön festmachen. Dann haben wir auch die richtige Höhe. Und dann können wir uns wieder so ein Werkzeug, mit so einem Spitzen, das braucht es auf alle Fälle. Ihr könnt aber auch einen Zahnstocher hernehmen. Jetzt euch die Watte gerade auf die Bohrung hindrücken. Und auch schön verlegen, dass auch da oben die Kohlen frei sind. Ja, nicht, dass auf die Kohlen da noch Watte drauf ist. Was da oben bringen. Bei der Kamera sind so nur viel Spiegel. Jetzt sieht man unten zum Beispiel, wenn das Licht passt. Und da oben ist untere auch. Dann sehe ich, dass die Watte genau bei den Bohrungen anliegt. Was ist, wenn der Tank voll ist oder halber voll oder dreiviertel voll und ich muss auf die Wicklung hin? Dann müsst ihr natürlich da festhalten, dann schlauft es die Überwurfmutter ober und ihr könnt es auf die Wicklung hin. Aber wenn sie es beim ersten Mal in der Tank klar ist, also macht es, da muss man halt, bei dem muss man ein bisschen exakt genau schauen, weil wenn man zu viel Watte hat und kommt von oben der Druck drauf, dann schiebt sich die Watte unter den Kohl rein. Ja, da einer. Was natürlich wieder nicht so gut ist. Also lasst ein bisschen, ich zeige es jetzt einmal, ich versuche es einmal zum Zwang. Das reicht schon, weil da sieht man die Abdrücke, da ist die Rundung herinner. Ja, und da sind die Bohrungen. Also das heißt, die Watte liegt da schon an. Beim Einbau, da ist jetzt ein bisschen von unten heben. Dass es ein bisschen höher wird von beiden Seiten, aber dass wir in der Breite nicht anders werden. Also da müssen wir da vielleicht ein bisschen Übung kriegen, aber das ist jetzt auch nicht Weltuntergang. Da hebe ich es jetzt auch nochmal ein paar Zehntel nach oben, aber so, dass sie in der Breite, kann man die Kanten anschauen, dass ich von der Kanten nicht rauskomme. Also von der geraden Linie dort. Da muss ich natürlich schauen, wie es wieder sitzt. Und muss den Tank natürlich auf den Kopf stellen. Schau es, dass ich es beim 15er erwische. Und dann schauen wir es, dass wir es da sauber einlaufen lassen. Relativ gleichmäßig. Also nicht jetzt schief, sondern relativ gleichmäßig. Geht wunderbar. Da ist ein leichter Druck. Das kriegt man dann raus. Und dann schaue ich, dass beide Seiten schön aufliegen. Dann tue ich die Überwurfmutter wieder drauf. Schlaufe das wieder fest. Also nicht überdrehen, ja, aber so, dass es gut hält. Weil es ist halt, könnte ein Nachteil sein, wenn man es vom Akkuträger oberschafft, dass die Platten drunter bleibt. Aber naja, dann hat man natürlich Zoster. Na, schauen wir mal. Ein bisschen der Blaserl steigt auf, aber natürlich nicht viel, weil die Watte war ja jetzt schon gesättigt. Der erste Test ist, Airflow komplett zu, der ist dicht. Ist immer ganz wichtig, wenn er ganz obdicht, auch beim Befüllen, dann kann man die Airflow auch zu machen, dann weiß man, dass es obdicht. Es gibt eine Airflow, die macht zu und trotzdem geht was durch. Jetzt mache ich es einmal ein bisschen auf. Leistung habe ich jetzt einmal 61 Watt, 60 Watt, 60,9.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, und eine schöne, kompakte Größe, sauber verarbeitet, schaut wirklich gut aus. Jetzt habe ich die Airflow relativ ganz klar aufgefahren. Ich hoffe, ihr seht es. Jetzt mache ich es einmal ganz auf. Ja, das ist dann Open Pro und das ist die Wicklung mit 0,5 Ohm, 60 Watt. Kein Abflussproblem, der Geschmack ist vom ersten Zug da voll. Ah, geil. Ich bin natürlich aufs Liquid drauf zusammen. Ich habe kurz von mir wieder drin, selber gemischt. Aber das muss ja jeder selber wissen. Natürlich jetzt eine Wicklung, da wo du sagst, 60, 50 Watt brauchst du wahrscheinlich mindestens. Gehen wir mal 50 Jahre für eine Backe oder so. Ja, musst du halt der Flow oben drauf, ob du auf Dauer glücklich wirst. Weiß ich nicht. Jetzt machen wir mal was anderes, machen wir mal 51, weil die anderen machen die genaue Zahl. Wir machen 51, Airflow 3, jetzt einmal ganz, ganz klar. Was passiert? Genau. Durch das, dass ich keine Kühlung mehr habe, weil ich die Airflow fast zu habe, bei 50 Watt. Also sowas kann ich machen bei 15 Watt. Wenn ich dementsprechend die Wicklung drin habe, mit 1,5, 1,2 Ohm, kann man natürlich auch einmachen. Und nicht 3,5 mm Durchmesser, sondern 2,5 mm. Dann wird es auch sparsamer und dann kann man auch den wunderbar auf Backe dampfen, weil vom Triebtipp her sind keine Ofenrohre. Die Airflow lässt es zu. Aber die Coil, da brauche ich eine Kühlung. Ja, da muss ich aufmachen. Vorher habe ich viermal gezogen bei 60 Watt, kein Liquid-Nachfluss, da wird nichts heiß. Dann funktioniert es. Das müsst ihr euch selber herausfinden, wie weit das mit der Airflow runtergeht und mit was für einer Leistung was für Coils. Weil das die Coil, dass die Leistung, also bei der Coil, dass da eine Wärmeentwicklung ist auf die, das ist ja klar. Geschmacklich ein Traum. Ja, Wahnsinn. Also der ist wirklich geil. Trip-Tipp-Test, ganz nur kurz. Ja, ein paar, einfach nur um die Passform anzuschauen. Eins ist dabei. Ja, wenn man also ein Pfeifferl-Trip-Tipp mag, gibt es auch. Also die anderen Trip-Tipps passend. Sehen passt sowieso und der Standard-Trip-Tipp von irgendeinem so Fertig-Gliedermeißer von einem anderen, der wohl nur ein bisschen enger ist. Um ja, das macht sie recht gut. Gut, ich habe jetzt nicht ganz voll gemacht. Also, Trip-Tipps, andere Trip-Tipps passend haben wir festgestellt. Natürlich für die Süchtigen, ne? Ja, so ein Whiteboard mit einem normalen Anschluss geht natürlich auch. Ja. Airflow ganz auf. So. Und natürlich hat er jetzt bei der Range. Es haben da aber viele andere auch mit der Airflow unten. Seht ihr es? Da kommt natürlich schon mal ein bisschen, ganz, vielleicht gegen das Licht, sieht man es ein bisschen. Mal schauen, ob es reinbringt. Seht ihr es? Weil natürlich, seht ihr es? Ich kann es ja von der, wenn ich jetzt mal kurz einblase, aber nicht nachmachen. Und da die Coil ja da sehr nahe dann da sind, und mit der Leistung ist natürlich eine riesen Entfaltung. Natürlich zieht man das meiste weg, aber natürlich kommt da ein bisschen was raus. Das ist aber jetzt nicht Siffen, das ist rein Kondens. Baust jetzt da Standard-Coil rein, ja, eine normale Coil.
dann hast du das Problem nicht. Ja. Ja, ich kann euch den jetzt relativ sagen. Blaserl steigt auf. Logisch. Jetzt machen wir nochmal einen Test. Jetzt machen wir einen Test. Airflow zu. Überzeugt euch immer, dass dicht ist. Und dann schlaufen wir einfach auf und füllen wir nach, ob wir das ist. Ja. Da unten immer herhalten. Weil das ist ja das Entscheidende. Ob der Tank jetzt leer ist oder halb leer ist, das spielt in dem Fall nicht jetzt so viel rein. Sondern in dem Moment, wo da jetzt nochmal ein Liquiddruck drauf kommt und wenn jetzt dann ein Luftdruck drauf kommt, ja, die wo ich jetzt komprimiere, und dann, wenn der O-Ring greift, das spürt man jetzt, und dann mache ich nochmal eine Viertelumdrehung, das ist der letzte Druck. Dann mache ich die Airflow wieder auf und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt nur 50, 51 Watt. Wenn er natürlich einmal warm ist, dann geht's. Aber zum Anfangen, da braucht es so eine Box, da muss wirklich sagen können, die ersten 2 Sekunden 100 Watt oder was, bis halt der Coil aktiviert ist. Natürlich jetzt das Kunststofftriebtipp, was dabei war, noch auf. Die sitzen wirklich fest, die müsst eine drehen, drehen und drücken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, braucht man nicht drin. Also, da sifft nichts, bis auf das Kondenswasser, wenn es die Airflow zumacht. Jetzt nur mehr aufmachen und die Airflow auflassen, das könnt ihr selber probieren, ja, weil ich mag jetzt da nicht meine Matten versauen. Aber prinzipiell, den einen Handgriff, wenn man nur schafft, ja, dass man da zumacht, ist man relativ auf der sicheren Seite. Natürlich weiß ich, dass man es ab und zu vergisst. Dann kann es bei dem einen oder anderen sein, dass es mal kurz durchläuft, weil der Unterdruck weg ist oder weil der Überdruck kommt. Ja, was soll's. Preislich in Ordnung, wo ich gekauft habe, natürlich aus dem gelben Reich. Und die 2, 3, 24 Euro. Mit einem Ersatzglastank, mit einer Haufen Verdichtungen dabei. Was brauchst du mehr? Ja, dort hat eh jeder seine Vorlieben, da haben zwei Tihorei, jeder, das passt eher so. Zwei Strip-Tipp dabei und sogar die Madenschlammer haben dabei, falls einmal eine verloren geht. Ja. Macht Spaß, aber schmeckt dort verdammt gut. Okay, also, ciao, pfiat euch.